Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro Computersysteme und zwar mit dem Kreativecke 2000 Gaming PC für 1999 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Wie immer, kurz vorweg zu dem Bild, das ist einfach nur das Gehäusebild, das ist auch völlig in Ordnung so. Da wird jetzt nichts gezeigt, was nicht wirklich drin wäre. Also wenn ihr jetzt beleuchteten RAM hättet oder so, da flexen die dann immer so ein bisschen mit. Hier haben wir wirklich nur das Gehäuse, das ist okay. Kommen wir zu den technischen Details. Als Prozessor haben wir einen AMD Ryzen 7 7700X. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 105 Watt TDP, kann sich allerdings auch bis zu 142 Watt reinschrauben und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Den könnt ihr auch auf 6000 betreiben. 6000 ist der Sweet Spot aktuell bei der AMD-Generation. Wird hier auch verbaut. Freut mich schon mal, kommen wir aber auch gleich noch zu. Mit den 8 Kernen und 16 Threads könnt ihr ganz normal streamen, zocken, was ihr gerne möchtet, auch Videos rendern, überhaupt kein Problem. Ist die aktuellste Serie bei AMD, natürlich gibt es bessere, also höhere Prozessoren, in der Preisklasse aber gut gewählt. Und der kostet 319 Euro bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist eine Enderfy Navis F240 Wasserkühlung. Die hatte ich selber auch schon im Test, hat relativ gut abgeschnitten, hat auch einen Ryzen 5800X gekühlt gekriegt. Dementsprechend wird sie mit diesem Prozessor ja auch klarkommen, weil der die gleiche TDP hat. Die ist jetzt nichts Besonderes. Die hat keine RGB-Beleuchtung oder so. Sie macht ihren Job, sie kühlt den Prozessor, was anderes soll sie auch gar nicht. Und da ich diese Frage ganz oft bekomme, wenn ihr eine Wasserkühlung kauft, also so eine AIO All-in-One, das gilt für alle, das gilt für Asus, MSI, genauso für die, Bequiet, wie sie alle heißen, ihr müsst die nicht auffüllen. Die sind schon fertig befüllt. Ihr baut die nur noch ein und das war's dann. Das passt alles schon soweit. Das ist einfach eine Frage, die uns sehr oft gestellt wird auf dem Discord und nein, ihr müsst da nichts machen. Ihr müsst auch nicht irgendwann auffüllen oder so. Es gibt Wasserkühlungen, die bieten die Option, ja, aber eigentlich hält die dann ihre 5, 6 Jahre und dann ist gut. Und die kostet 84,89 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte B650 Gaming XAX DDR5. Der B650 Chipsatz reicht für diesen Prozessor völlig aus. Das ist ein AX-Board, das bedeutet, ihr habt schon WLAN und Bluetooth mit dabei. Und diese Gaming X-Serie, das ist so ein Mittelding. Also es gibt wirklich Top-Boards, die sind auch deutlich teurer. Es gibt auch deutlich schlechtere Boards. Das ist wirklich immer so ein Mittelding. Kaufe ich persönlich gerne in Richtung Intel. Da gibt es ja auch diese Gaming X-Boards, weil sie einfach preis-leistungstechnisch gut sind. Das hat auch gekühlte Spannungswandler, 4 RAM Bänke, hier kommt die Haupt-SSD rein, hier kann die Grafikkarte verbaut werden, hier unten kommen 2 weitere SSDs rein, wenn ihr das möchtet und hier habt ihr noch Erweiterungsslots für eine Capture-Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, USB Typ C ist mit am Start, USB 3.1 Typ A ist auch dabei, dann haben wir dreimal USB 3.0, dreimal USB 2.0, die Onboard-Grafik könnt ihr theoretisch benutzen, das geht mit den AMD-Prozessoren, lasst es, schließt euren Monitor bitte an der Grafikkarte an. Dann haben wir noch WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss und PS2-Anschluss werdet ihr sehr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Das ist ein grundsolides Board. Passt gut in diese Preisklasse rein, muss auch nichts Besseres sein, weil ihr habt eh kaum Vorteile davon. Und das kostet 212,88 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine 12 GB Nvidia RTX 4070 Ti beliebiger Hersteller. Da wir hier jetzt freie Wahl haben, nehmen wir wie immer die günstigste, ist in dem Fall die Palette GeForce RTX 4070 Ti Jetstream, hat auch 12 GB. Das ist eine gute Karte für WQHD und 4K Gaming. Selbst wenn ihr Full HD habt, da limitiert dann irgendwann der Prozessor, das ist klar. Aber WQHD läuft super mit der, hatte ich auch selber schon getestet. 4K kommt auf das Spiel an. Ihr könnt jetzt nicht bei jedem Spiel alles auf volle Möhre ballern und dann noch Raytracing anmachen und so. Da limitieren irgendwann die 12 GB Speicher. Aber es ist eine top aktuelle Karte, völlig okay. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 829 Euro bei Mindfactory. Arbeitsspeicher 32 GB, 2x16 GB, DDR5, AMD, Intel, 6000 MHz, Kingston Fury Beast. Da habe ich auch nochmal genauer nachgeschaut. Also es ist wirklich der ohne RGB-Beleuchtung und hat CL36 als Timing. Ist nicht der beste, es gibt schon CL32 oder CL30 RAM mit 6000 MTS, aber der reicht für diesen Prozessor aus, ist über der Spezifikation von AMD und dementsprechend hat er auch den Sweet Spot dann erwischt, das passt. 32 GB sollten es auch heutzutage schon sein, A, weil der Speicher nicht mehr so teuer ist und B, weil einige Spiele das wirklich fordern. Bestes Beispiel wieder Hogwarts Legacy. Wer meine Benchmarks gesehen hat, hat gesehen, dass da teilweise 18 bis 20 GB RAM flöten gehen und ich spreche nicht vom VRAM, sondern wirklich vom normalen RAM. Und der kostet 125,88 Euro bei BEA Computer in Österreich oder 126,77 Euro bei Mindfactory in Deutschland. Die
Festplatte ist eine 2 TB Kingston NV2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2800 MB die Sekunde. Ist auch mit QLC-Speicher. Ich weiß, jetzt kommt wieder diese Diskussion TLC, QLC, pipapo. Sie reicht für einen Gamer völlig aus. Ist halt einfach so. Ihr schiebt nicht jeden Tag Terabytes an Daten hin und her. Wir haben hier 2 TB, was ich auch gut finde bei dem Preispunkt. Ist nicht die schnellste, klar, aber wie gesagt, für einen Gamer reicht sie dicke. Ich lese hier auch gerade den Hinweis, laut verschiedenen Rückmeldungen ist diese SSD sowohl mit QLC als auch mit TLC-Speicher im Umlauf. Ja gut, dann habt ihr halt jetzt Roulette, was er kriegt. TLC-Speicher ist ein bisschen haltbarer als QLC-Speicher, nur mal so als Erklärung, damit ihr wisst, wovon wir reden. Aber wie gesagt, macht eigentlich nichts aus. Und die kostet 83,80 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 850 Watt Corsair RM850X Netzteil 80 plus Gold. Hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Davon gibt es eine 2018er und eine 2021er Variante. Die 2018er kostet irgendwie 330 Euro, weil sie einfach nicht mehr produziert wird. Die unterscheiden sich aber nicht großartig. Wir nehmen jetzt hier das 2021er. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. Ja, passt. 850 Watt reicht auch ganz dicke für diese Kiste. Hätte sogar weniger sein können, 750 hätte auch gereicht. Aber meistens hat man da einen Preisunterschied von irgendwie 20 Euro oder so, dann nimmt man halt das nächstgrößere. Qualitativ ist das auch in Ordnung, kann ich überhaupt nicht meckern. Und das kostet 150,12 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein BeQuiet PureBase 500DX schwarz mit Glasfenster. Ist halt ein beliebtes Gehäuse. Verstehe ich immer noch nicht, warum. Mir gefällt es nicht mit diesem Rallye-Streifen da vorne, aber es hat halt RGB-Beleuchtung. Bringt auch schon Lüfter ein mit vorne, 140 mm, hinten auch noch einen weiteren und oben auch. Das Ding ist jetzt, oben wird die Wasserkühlung sehr wahrscheinlich verbaut, weil es halt eine 240er ist und die Astreihen oben reinpasst. Vielleicht schrauben sie dann den einen Lüfter in die Front oder so. Das kann ich euch leider nicht sagen. Es ist technisch eigentlich ein gutes Case. Ich mag es einfach optisch nicht. Wisst ihr ja mittlerweile. Und das kostet 99,88 Euro bei Mindfactory. Betriebssystem ist nicht mit dabei. Ich habe auf meinem Kanal aber ein Video, wie man so einen USB-Stick erstellt. Ganz einfach, wenn ihr jetzt irgendwie ein Notebook oder so schon zu Hause habt oder einen anderen PC, macht euch einfach so einen USB-Stick fertig, installiert Windows selber. Überhaupt kein Problem. Service, 2 Jahre Garantie, Retourenschein im Reklamationsfall. Also kein Pickup und Return. Die klingeln nicht bei euch und holen das Ding, sondern ihr müsst ihm das in die Hand drücken, wenn ihr ihn gerade zufällig erwischt, wenn irgendwas mit der Kiste ist. Oder selber zur Post bringen. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.905,45 Euro. Das System soll kosten 1.999 Euro. Ja, es ist keine Überraschung. Also mittlerweile wissen wir ja, dass Dubaro nicht so krasse Preisaufschläge hat. Die haben hier und da mal einen Ausreißer. Das sind dann irgendwelche speziellen PCs von MSI oder sonst irgendwas. Aber diese Kreativecke und Hardware-Deals-PC und auch von Nielsen und so, die passen preislich eigentlich immer ganz gut. Hier geht es immer eher um die Konfiguration und ich finde die Konfiguration von diesem PC echt gut. Ihr könnt später sogar noch eine stärkere Grafikkarte reinschmeißen, weil wir hier ein 850 Watt Netzteil haben. Wir haben 2 TB Speicher, 32 GB RAM. Was will man mehr? Aktuellster Prozessor, aktuellste Grafikkarte. Nicht die beste aus der Serie, aber die aktuellste Serie halt. Das wurde sich übrigens gewünscht, da wurde dann aber auch gesagt, ich soll den jetzt mit dem Hardware-Deal 2000er vergleichen. Ich werde einfach als nächstes Video vielleicht den Hardware-Deal 2000er bringen und dann habt ihr ja auf jeden Fall einen Vergleich. Vielleicht hänge ich da auch noch ein kleines Fazit dran, dass ich dann sage, okay, ich würde jetzt eher den oder den anderen nehmen. Das war nämlich der Vorschlag hier von keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und da sagt er, ist nicht das typische Videoformat, aber die beiden sollte ich mal vergleichen. Wir nehmen als nächstes einfach den Hardware-Deals und dann passt das schon. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.